Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt: Bedeckt das Gefäß, verschließt die Flasche, schließt die Türe und macht die Lampen aus. Denn der Shaitan öffnet keine Flaschen oder Türen und deckt keine Gefäße auf. Wenn jemand von euch nichts anderes findet als einen Zweig, dann soll er Allah gedenken und es benutzen. Denn die Ratte entfacht das Feuer, während die Leute zu Hause sind. Also worum geht es jetzt hier? Es geht um zwei Sachen. Einmal Schutz vor Shayatin und Djinn und einmal Schutz vor Tieren, ja, oder irgendwas, oder auch Menschen, Verbrecher und so weiter und so fort. Zum einen der Schutz vor den Shayatin, aber auch, wie in einem anderen Hadith erwähnt wurde, Schutz vor Krankheit. Denn einmal im Jahr, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, fällt vom Himmel eine Krankheit hinunter. Und es fällt in jedes Gefäß, außer wenn es bedeckt ist. Und selbst, wenn, wie er sagte, wenn es nur ein Zweig ist, dass du auf dem Gefäß so drauflegst. Dann ist es beschützt davor, dass ein Shaitan reingelangt oder was da tut, oder auch diese Krankheit aus dem Himmel fällt. Das heißt also, nachts, wann ist nachts? Ab Maghrib. Ab Maghrib beginnt die Nacht. Bis zum Subh, wenn du irgendein Essen hast, trinken hast, bedecke es. Natürlich, wenn du ins Kühlschrank, in den Kühlschrank legst, dann hast du es bedeckt. Der Kühlschrank ist ja dicht. Ja. Zum einen, warum sollen die Lampen ausgemacht werden? Wie er sagte, wenn die Ratte kommt, also früher hatte man ja diese Öllampen, ja. Und das heißt, wenn irgendein Tier, ob es eine Ratte ist, ob es eine Katze ist, egal wer, dann kann es sein, wird umgestoßen und zack, es fängt an zu brennen. Ja, und deswegen soll man das ausmachen. Ibn Hajar, rahimahullah, zitierte hierfür Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah ta'ala, wie folgt. Wenn der Grund für das Ausmachen der Lampen die Furcht davor ist, dass die Ratte den Lichtgarn berührt, dann folgt daraus, dass Lampen, die nicht von Mäusen erreicht werden können, oder eben andere Tiere, muss ja nicht eine Maus sein, die nicht von diesen Tieren erreicht werden können, nicht ausgemacht werden müssen. Ja, also bei der Lampe geht es jetzt darum, wenn du weißt, nö, es passiert jetzt nichts, wie heute, also keiner macht eine Öllampe oder benutzt Öllampen, ja, dann brauchst du das nicht auszumachen. Das heißt, du kannst dieses kleine Licht, ja, nachts, es gibt ja Leute, schlaft ihr im Dunkeln oder muss es hell sein? Wie macht ihr das so? Muss hell sein? Genau. Also, je nachdem, wie man schlafen möchte, das heißt, wenn es hell ist, ist kein Problem, ja, heutzutage mit diesen elektrischen Dingern. Also, wenn man sich sicher ist, dass kein Brand entsteht, dann gilt das Urteil nicht mehr, weil dessen Ursache nicht mehr vorhanden ist.